let the best win, shake hands. Thank you very much. Okay. Wenn der Knockout der Königsschlag des Boxens ist, dann freuen Sie sich jetzt auf Vincenzo Cantatore. Freuen Sie sich auf eine Europameisterschaftschance für Rüdiger May gegen einen Mann mit einer K.O.-Wahrscheinlichkeit von fast 100%. Okay. 29 okay. Siege, 27 Knockouts für den Titelverteidiger aus Rom. Gegen Rüdiger May bei seiner zweiten großen Möglichkeit, Box. Nach der Krone hier auf dem Kontinent zu greifen, in der zweithöchsten Gewichtsklasse. Und es wird speziell jetzt in den ersten Runden verdammt wichtig sein, für Rüdiger May aufzupassen. Denn er macht gleich von Anfang an richtig Druck, kann hauen wie ein Pferd, wie er selbst sagt. Und wird speziell versuchen, in der ersten oder zweiten Runde vielleicht sogar hier eine schnelle Entscheidung herbeizuführen. Beide Boxer in Normalauslage und Sie sehen schon in der Veranlagung von Cantatore, der boxt den Gegner gar nicht erst an, der wartet nur auf die Haupthandlung. Die Linie für den größeren Herausforderer muss klar sein. Mit der langen Führhand versuchen erst einmal ein bisschen dazwischen zu funken, zu punkten. Noch herrscht Frieden im Ring. Riesenrespekt logischerweise bei Rudi, wie sie ihn nennen. Weil er weiß, er muss erst einmal in dieses Gefecht hineinfinden. Muss erst einmal Cantatore, der speziell immer die ersten anderthalb Minuten jeder Runde mit etwas mehr Dampf bestreitet. Und dann immer so ein bisschen, das haben wir bei dem Studium der Videos der letzten Kämpfe gesehen, immer ein bisschen unkonzentrierter, bedingt durch Konditionsprobleme wird. Dann versuchen, selber zu treffen. Ein bisschen mehr muss er die Führung natürlich dazwischen pieksen. Sonst findet sich am Ende nichts auf den Punktzettel. Es geht um den Europameistertitel. Beide Boxer in glänzender Ausgangsposition für weitere große Aufgaben. Vielleicht erklärt sich daraus dieser verhaltene Beginn in den ersten drei Minuten, die ohne eine einzige große, spektakuläre Aktion blieb. Ja. Noch eine gute Aktion von Rüdiger May, aber trotzdem dürfte die Runde auf der anderen Seite sein. So machst du es richtig. Aufpassen, wenn er mitschlägt, ne? Wenn du merkst, er ist so frustriert. Stück für Stück jetzt nochmal die Führungshand mitnehmen. Das ist natürlich alles noch so ein bisschen das Suchen der Distanz, sich einzuordnen in diesem Gefecht gegen einen Mann, der natürlich unglaublich viel Ringerfahrung hat, schon um Weltmeisterschaften geboxt hat, beispielsweise gegen Selko Mavrovic. Das war zugleich sein letzter Kampf im Schwergewicht, ging dann ein Limit runter in diese Gewichtsklasse bis 90,72 Kilo. Ja. Box. Und wenn Cantatore überhaupt verloren hat, dann waren das wirklich richtige Kracher in den Ranglisten. Mavrovic hatte ich angesprochen, um die WBC-WM, die letzte Niederlage vom 11. Oktober. 0-2, sehr schöne Aktion von May dazwischen, mit der Führhand, klasse gemacht.
Die letzte Niederlage, die resultierte aus einer WM-Chance gegen Wayne Brathwaite, ungeschlagener Weltmeister bei der WBC. Gegen Cantatore. Mai weiß, dass dieser Mann aus Italien in beiden Fäusten richtig Strom hat. Trotzdem muss er langsam anfangen, selber etwas für die Punktzettel zu machen, zu treffen. Bewegt sich sehr schön jetzt für die Chance, danach zu setzen. Bislang für Bob Logist, den dritten Mann im Ring, noch leichtes Arbeiten, aber das prophezei ich Ihnen schon. Das wird, wenn das noch ein bisschen dauert, hier ganz kompliziert. Denn der Italiener ist, um es freundlich zu sagen, überaus kommunikationsfreudig. Treffer! Treffer bei Mai, Vorsicht! Stopp! Stopp! Da hat er ihn einmal erwischt. Stopp! Stopp! Box! Rüdiger muss weggehen. Und er hat doch die längeren Arme, die mit seiner Führhand ein bisschen auf Distanz halten. Es war eigentlich so ein bisschen ein Sprung zu sehen in den letzten zwei Jahren, seitdem er unter seinem Bruder jetzt am Fühlinger See trainiert, sich vorbereitet, dem Europameister Thorsten Mai. Aber der Anfang des Gefechtes ist nicht optimal gelaufen bislang. Cantatore hatte sich ausgerechnet, speziell nach der spektakulären und schlimmen Niederlage für Rüdiger Mai, dass dieser Druck, das ist der Mann, der hier in Merane, Sachsen geboren wurde, nicht zurechtkommt. Und er lässt ihn zu dicht an sich heran, sollte mehr aus der Distanz machen in diesem Gefecht. Das werden wir jetzt sicherlich auch bei den Anweisungen seines 5 Jahre älteren Bruders hören. Ja, pass auf, wenn er mitschlägt. Ne? Bleib beweglich. Versuch ein bisschen schneller die Führungshand reinzukriegen, in die Mitte reinpieken und dann wieder die Deckung zumachen. Ja. Ja? Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Bleib beweglich. Ja? Sehr schöner Treffer von Cantatore und ich sagte es, da ist Strom drin. In beiden Händen, in der Führung, als auch in der Schlaghand. Und damit auch die zweite Runde beim Italiener. Genau das, was Sie sich eigentlich vorher ausgemalt haben. Sie haben natürlich Kassetten studiert und ich habe diesen Kampf von Mavrovic angesprochen. Als Cantatore in Wien verloren hat, da saß er sogar unten am Ring, hat ihn live gesehen, eben nicht diesen Schlagabtausch anzunehmen, weil in der Nahdistanz der Italiener ausgebuffter, gefährlicher ist, sondern mit der Führung versuchen, ihn erstmal auf Distanz zu halten. Aber das misslingt in der Anfangsphase dieses Gefechts noch viel zu oft. Box. Die Beinarbeit ist gut, aber die Führhand fehlt. Jawohl, da kommt sie doch mal, die Führhand. Sie haben ja viel gemacht in Sachen Kondition, Konzentrationsausdauer, um da noch mal eine neue Qualität zu erreichen. Aber dieser Cantatore ist natürlich auch ein richtiges Kaliber. Bei der WBA an 6 in der Weltrangliste. Stop.
bei der IBF an 4, bei der WBC an 3 und bei der WBO an 2 in einem Limit, das so ein bisschen ambivalent ist. Diese zweithöchste Gewichtsklasse. Auf der einen Seite fehlt es an dem ganz großen Niveau. Auf der anderen Seite gibt es Jungs wie James Toney, die gezeigt haben mit dem Aufstieg und der erfolgreichen Weltmeisterschaft, dass sie sofort in der Lage sind, dann in der Königsklasse im Schwergewicht mit dabei zu sein. Da war die Führhand mal schnell da gewesen, als Konter herausgeschlagen in die Aktion von Cantatore hinein. Aber auch die Führung von Cantatore, Sie haben es gesehen, ist im Ziel. Box. Dem Titelverteidiger aus Italien gelingt es noch viel zu oft, diese Distanz aufzulösen. Stop. Stop. Box. Break. Sehr schöne Aktion von Mai. Langsam, so scheint es, hat er sich etwas besser eingestellt. Stop. Stop. Unter den Augen des Mannes, mit dem er eigentlich schon begonnen hat. Viele haben ja gesagt, er hat ja angefangen zu Zeiten von Henry Maske, hat viele kommen und gehen sehen. Und jetzt müsste dieser Rüdiger May, der ja schon 43 Kämpfe gemacht hat, in der Zwischenzeit hat Henry Maske seine erfolgreiche Karriere beendet, müsste er doch mal dran sein mit einem großen Titel. Aber auch in dieser dritten Runde nicht die klare Aktion. Ja, mit der rechten. Beim Deutschen. Mit der rechten musste dann landen. Und nur ein Schlag. Denn wenn du zwei landest, dann hat er schon eine Öffnung. Und dann kommt er rein. Also immer nur einen. Vorsicht also. Also nicht zu weit vor und nicht einfach reinwerfen, sondern gezielt schlagen, okay? Der Mann von der Seite, das war Carchi, der Manager der größten italienischen Firma OP 2000. Und einen ganzen Haufen guter Jungs, fast 22 Boxer unter Vertrag. Viele kennen sie, Aurino beispielsweise war der Vorgänger von Cantatore im Cruisergewicht als Europameister. Silvio Branco hat mal gegen Ottke geboxt, war selbst Weltmeister im Halbschwer. Oder Gianluca Branco, der Bruder, der in diesem Januar gegen Arturo Sandaghetti seine WM-Chance vertan hat. Also ein großer, vielleicht der wichtigste Boxstahl auf dem Stiefel. Und jetzt diese Aktion, die werden wir noch häufiger sehen, dieses Abdrehen von Cantatore, der natürlich, und das ist Ihnen klar, so ein bisschen mit der Ausdauer doch ein größeres Problem hat. Und deswegen müsste jetzt nach der ersten Phase dieses Gefechts die Zeit von Rüdiger May kommen. Noch ist er auf den Punktzetteln hinten. Sehr schön gelöst in der Aktion, aber vorher, und das wäre ihm einfacher gefallen, den Italiener anzuboxen, dann bleibt er ihm ein Stück vom Hals. Stopp! Rüdiger, pass auf mit dem Kopf. Box! Bob Logist, Flugbegleiter, damals bei der Sabena. Natürlich ein polyglotter Mensch. Langsam kommt die Führhand besser, aber was ist mit der rechten? Ja.
genau diese Aktionen erinnern uns so ein bisschen an den Kampf des 1. Dezember, als Rüdiger in dieser Europameisterschaftsschlacht gegen Gurov unterging. Und das hat sich natürlich Kantatore auch ausgemalt, diesen unglaublichen Druck aufzubauen, einfach drauf zu rauschen, mehr oder weniger, egal ob da noch eine Hand zwischen ist oder wie auch immer, weil sie sich die Hoffnung machen, dass dann sozusagen die Jalousie wieder fällt bei Rudi und er nicht in der Lage ist, seine Linie durchzuboxen. Und so muss sie aussehen, mit der Führhand schnell zu treffen. Ja, ja, okay. Bock. Aber von einer Entscheidung zu seinen Gunsten scheinen wir im Moment noch weit entfernt. Dass der Italiener in der Lage ist, mit richtig Kraft zu schlagen, dass es gefährlich ist, das war klar. Aber hätte nicht die Führung etwas deutlicher schon am Anfang kommen müssen? Wir fragen unseren großen Weltmeister Sven Ottke. Guten Abend. Auf jeden Fall, die Führhand von Rüdiger muss druckvoller kommen. Er muss damit den Gegner auch mal stoppen können. Und dann sag mal, schon mal 1-2, also die Führhand als Antäuschung und die rechte, da muss da mal ein bisschen Druck drin sein, damit er den Gegner auch mal zum Halten bekommt. Sonst rennt er ihn kaputt. Aber ich denke mal, über die längere Distanz, über ab 8., 9. Runde, glaube ich, läuft er nicht mehr so extrem nach vorne. Und ich glaube, darauf bauen wir auch. Rüdiger will ihn sich ein bisschen müde machen. Das hoffen wir, dass die Kondition in der Tat beim Italiener hinten raus etwas geringer wird, dass er Probleme mit der Luft bekommt. Box. Aber vielleicht hat er sich wirklich in dieser Anfangsphase seiner zweiten großen Europameisterschaftschance zu schwer gemacht. Und Cantatore, der seit 93 ja selbst auch Berufsboxer ist, ist selbstbewusst genug zu sagen, meine Siegchancen liegen weit, weit jenseits der 60-70%. Das ist für mich ein leicht lösbarer Fall. Dieser Rüdiger Mai, nach dem Trennkommando geschlagen. Okay. Logist ist sozusagen vorgewarnt. Er hat Cantatore dreimal in Italien, zweimal als Punktrichter, einmal als Ringrichter betreut. Bei der Weltmeisterschaft gegen Brashwaite, einmal gegen Simon, einmal gegen Silovangi. Weg! Ja. Weg! Wir sehen natürlich auch, dass der linke Arm von Cantatore Rüdiger jetzt dann schon umarmt. So ein bisschen immer in jeder Runde noch ein bisschen Zeit herausnimmt. Box. Auch wenn das im Moment noch kein richtig optischer Quell der Freude ist, müssen wir aber eines festhalten. Mehr nach vorn geht eigentlich der Titelverteidiger. Und er müsste auf den Punktzetteln auch noch leicht führen. Come on, box. Diesem Hinweis würden wir uns gerne anschließen. Come on, box. Nach dem Trennkommando wieder einmal richtig Boxen zu zeigen. Stop. Stop. Tous les deux. Toi. Moi. Tous les deux. Box. Nicht klammern, nicht halten. Okay. Die Vorteile, die Rüdiger Mai aus der Erhöhung des Limits könnte, sind im Moment noch nicht so richtig zu sehen. Aber da ist wieder dieses Abdrehen gewesen, worauf ich Sie schon hingewiesen habe. Und jetzt der Versuch, ein paar schnelle Hände zu schlagen, aber es fehlt noch die Genauigkeit. Es fehlen einfach die klaren Treffer. In dieser 5. Runde gehen wir noch einmal zu seinem Bruder. Der war schon Europameister bei den Professionals. Der große Traum mit der Weltmeisterschaft klappte da nicht. Wir hören rein in die Hinweise. Stabil bei der Linie bleiben.
bringt konsequent die linke, versucht mit der linken anzubinden. Er kann es nicht mehr registrieren. Und so wie du es machst, wie du die rechte mitnimmst, ist richtig. So ist gut. Immer wieder weiter fleißig pumpen. Jawohl, Rüdi, machst du gut so. Es geht genau nach Plan. Mach so weiter. Sehr gut. So ist richtig, mein Junge. Ringfrei. Pass auf den linken Haken. Ne? Immer wieder schön absichern. Linke hoch. Yes, yes, yes. Aufmunternde Worte für Rüdiger May, der natürlich diesen Titel auf jeden Fall haben will, der kurz vor seiner Europameisterschaftschance sogar erfahren hat, dass er bei der WBO mittlerweile an Nummer 1 der Rangliste ist. Das heißt, er hätte in diesem Jahr sogar noch die Chance, eine Weltmeisterschaft gegen Johnny Nelson zu boxen. Jenen Mann, bei dem er sich auf der Insel oft vorbereitet, zum Sparring oft drüben war. Aber all das nur, wenn er hier und heute gewinnt. Box. Verzweifelter Hinweis von seinem Bruder, nicht mitzuschlagen. Eher aus der Distanz versuchen, etwas zu machen. Fast 3 Jahre haben sie auf diese Europameisterschaftschance hingearbeitet, haben immer wieder versucht, durch Aufbaukämpfe, durch geschicktes Managing der einzelnen Gegner sozusagen zu dieser Chance zu kommen. Und natürlich ist da viel Verkrampfung jetzt auch drin, wenn es denn endlich soweit ist. Ist oft nur der Zweite, der die Situation dann irgendwie mitgestaltet. Cantatore eröffnet noch viel zu oft. Die ersten deutlichen, richtig guten Aktionen von Rüdiger May. Und er braucht Punkte. Und unabhängig von all dem, was auf den Scorecards steht, er weiß auch, egal wie weit ich vorn bin, mit einem Schlag kann Cantatore in diesem Gefecht alles wieder zu seinen Gunsten wenden. Sehr schön, Rüdiger May. Bislang die beste Runde des Boxers, der jetzt in Köln zu Hause ist. Den Trennkommando geschlagen. Das ist schon sehr, sehr viel in Richtung Rummel im Moment. Innenhände. Alles, was nicht so richtig zum Berufsboxen und in dieses Seilquadrat hineingehört, ist dabei. Aber es geht um alles. Es geht um den Titel. Und auch wenn Cantatore weiß, ich krieg dafür erwarnende Hinweise sozusagen des Ringrichters, macht er es trotzdem. Der Kampf wird enger und er wird dramatischer. Dann bist du vorne dran, dann bestimmst du, wo es lang geht. Wenn du nah dran bist, dann kannst du den Kampf bestimmen. Vincenzo. Wenn der die Fäuste oben hat, dann natürlich nicht. Aber wenn du nah dran bist, dann musst du reinhauen. Voll geradeaus. Die Gerade ist wichtig. Du musst ihn in die Seile drängen, so wie du das gemacht hast. Du musst ihn in Schwierigkeit bringen mit beiden Händen und dann die Gerade vorschieben. Die Führhand von Cantatore im Ziel, der den ganzen Körper in diese Schläge mit hineinnimmt. Die Hinweise zuvor kamen von Franco Piatti. Sie haben, deswegen hatten sich die Mais vielleicht auch noch einen kleinen Funken mehr Hoffnung ausgerechnet, unmittelbar vor diesem Kampf den Trainer noch einmal gewechselt im italienischen Lager, Sumbo Calambai. Mit dem gab es finanzielle Schwierigkeiten, andere Vorstellungen, wurde sozusagen weggeschickt. Und Kerki, der Manager, der ohnehin immer mit zur Seite ist, ist zugleich auch der Cutman in diesem Mini-Team, der Italiener. Ja.
Aber bislang, um auch das zu sagen, jetzt nach der Hälfte des Gefechts dieser Europameisterschaft im Cruisergewicht bei beiden Boxern noch keine größeren Spuren. Cantatore hat ja diese Europameisterschaft fast geschenkt bekommen, hat geboxt gegen Ismail Abdul. Den hatte auch Rüdiger May vor den Fäusten. Ein Sieg über 12 Runden, klar und deutlich ausgefallen. 117, 111, 119, 109, 117, 112. Das war allerdings in Rom, also in Italien. Und da kannst du, das wissen alle Berufsboxer, eigentlich nach Punkten sowieso nie gewinnen. So klar war die Sache auch da nicht gewesen. Ein Cut am rechten Auge bei Rüdiger. Und Cantatore nach wie vor mit mehr Druck in diese Situation hinein. Und diese langen Hände, wie Sie sie eben gesehen haben, diese zwei, denen fehlt dann die Genauigkeit, um Cantatore wirklich zu erschüttern. Box. Break. Dicht an dicht, so kann Rüdiger diesen Kampf nicht gewinnen, das weiß er auch. Alles, was uns Hoffnung gemacht hat in Runde 6, scheint in dieser 7. schon wieder wie weggewischt zu sein. Bob Logist müsste auf den Handschuh achten, denn das Tape hat sich da deutlich gelöst. Ja, jetzt sieht er es auch. Es geht in die Ecke und es wird Arbeit geben für Guido Spagnoli, den Cutman in der Ecke des Sauerland-Teams. Jetzt so schön zusammenreißen. Ja. Verlier nicht deine Linie, ne? Mach Boxer weiter. Die linke muss ein bisschen öfters kommen. Ja? Die Links-Rechts-Aktion, die kommen gut. Versuch aber trotzdem nicht zu überwinden, die Beine zu nutzen. Die links-rechts reinziehen und dann wieder lösen. Genauso die linke, die muss ein bisschen öfters kommen. Er braucht jetzt seine Pause. Ja? Aber wenn die linke kommt, nicht abschalten danach. Ja? Bring die linke rein und mach weiter. Immer wieder konzentrieren. Ringfrei zur 8. Runde, Round 8. Und hier nochmal Männer ganz kuschelig beieinander. So wie sie es eigentlich nicht haben wollten an diesem deutsch-italienischen Abend, an dem es um die Europameisterschaft der zweithöchsten Gewichtsklasse geht. In einem Limit, das ja gerade erst erhöht wurde. Im Oktober 2003 hat die WBA und die WBC angefangen, das Limit von 86 auf 90 hochzuschrauben. Und das kommt Rüdiger May eigentlich entgegen. Er sagt, ich kann ohnehin vielleicht nur noch ein, zwei Jahre die Gewichtsklasse halten, dann muss ich hoch ins Schwergewicht. Aber sehen Sie diese Hände, auch wenn das alles so ein bisschen von der Beinarbeit bei Cantatore immer aussieht wie Schwergewicht, bewegt sich ja nicht viel, schlägt er doch ungeheuer druckvoll seine Haken zum Mann. Endlich wieder eine gute Aktion. Und es bleibt dabei, in den verbleibenden 5 Runden muss Rüdiger May auf jeden Fall die Mehrzahl für sich entscheiden, wenn er nach Punkten hier dieses Gefecht gewinnen will. Stop.
ist er kein Knockouter. 39 Siege, nur 9 K.O. Er weiß, dass er diese 12 Runden braucht.